Ja, jetzt wandern wir hier zwischen den Olivenhainen hindurch. Dort unten ist der Gardasee. Richtig herrlich. Und der Ausblick ist grandios. Mal sehen, wie es aussieht, wenn ich noch höher komme. Malcesine von oben. Unten in der Infobox verlinke ich euch noch die Kosten so einer Reise, um das besser zu kalkulieren. Auf der Suche nach einem Strand sind wir jetzt hier angekommen. Wahrscheinlich kann man hier auch baden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es hier alles so split. Kleine Steine. Aber sehr sauber alles. Und so sieht Malcesine von der Südseite aus. Also ich denke, ich habe jetzt diese Badestellen gefunden. Und zwar Richtung Norden sind hier immer solche Badebuchten. Ewig lang. Also es ist jetzt nicht so mit Liegewiese und so, aber baden kann man hier schon. Hier ist auch nochmal ein schöner Strand. Im Sommer ist es hier sicher sehr heiß und wenn man sich dann hier unter so einen Olivenbaum legt, ist es bestimmt schön schattig. Besser als auf dem Schotter da, wo ich eben gerade lang gelaufen bin. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Also der Gardasee ist 52 Kilometer lang und bis zu, echt krass, 346 Meter tief. Ist der größte See Italiens. Und wenn man ihn umrunden will, dann muss man 158 Kilometer fahren. Das dauert 3 bis 4 Stunden. Und die breiteste Stelle, die ist allerdings nicht hier, sondern weiter da hinten. Die ist 17 Kilometer breit, sozusagen. Und die, also der ganze See hat 370 Quadratkilometer. Also der größte See Italiens.
Also die tiefste Stelle des Sees, die ist ungefähr dort. Das ist da, wo der Monte Baldo-Rücken zu Ende ist. Also hier oben ist der Monte Baldo. Es ist irgendwie unscharf. Und auch hier, wo die Berge zu Ende sind, dort wird es dann flacher. Und dort ist die tiefste Stelle. Und der See insgesamt wird dort auch dann breiter.